zurückhaltend, mich zu melden, weil zumindest die Ziffer 2, dass eben jetzt ich begrüße, dass Sie begrüßen wollen, was wir gemacht haben, hier schräg schien. Herr Obereiner hat aber mehrere Fragen aufgeworfen, deswegen glaube ich, macht es Sinn, dass ich mich bemühe, darauf einzugehen. Bei der Frage, ob ich mit öffentlicher Förderung helfe oder nicht, würden wir sie in der Tat unterschiedlich beantworten. Das war Ihr letzter Punkt. Wir glauben, dass wir im Bereich von Mietwohnungsbau tief die Mittelschicht erreichen. Ich werbe dafür, sich den zweiten Förderweg, den wir im Februar diesen Jahres eingeführt haben, anzuschauen. Wenn das Ihr spezielles Interesse ist, geben Sie uns gern Signal, dann würden wir es auch im Ausschuss nochmal vorstellen. Mit dem zweiten Förderweg war gerade beabsichtigt, eben nicht nur kleinere Einkommen zu erreichen. Und selbst mit dem ersten Förderweg, der kleinen Einkommen, erreichen wir deutlich mehr als in Anführungszeichen nur Kosten der Unterkunft, sondern ganz bewusst auch kleinere Einkommensgruppen. Mit dem zweiten Förderweg gehen wir bis weit in die Mittelschicht hinein. Sie kommen also an gemeinsame Gehälter von zwei Personen ran, die um und bei 4.000 Euro brutto im Monat von zwei Verdienern ausmachen. Das scheint mir aber in diesem Bundesland durchaus tief in den mittleren Bereich der Einkommen hineinzugehen, wenn zwei Ehegatten irgendwo zwischen 3.800 und 4.000 Euro verdienen dürfen. Sie haben aber zwei Punkte aufgegriffen, die ich gerne aufgreifen will. Der erste war die Frage, was meinen wir mit EU-Beihilferechtlichen Fragen? Das ist der Punkt, wo Sie sagen, der ist neu. Den haben Sie bisher in der Kabinettsbefassung, in der Kabinettsklausur, in dem dortigen Beschluss aus dem Mai nicht gefunden. Wir kämpfen relativ intensiv immer mit der Frage, wie weit dürfen wir eigentlich fördern beim sozialen Wohnungsbau oder bei Förderung von guten und bezahlbarem Wohnen, weil das europäische Beihilferecht eine Förderung von in diesem Bereich, im Bereich Wohnen, genauso behandelt, als wenn Sie Stahlindustrie subventionieren oder Schiffbauindustrie. Das sind die gleichen beihilferechtlichen Vorschriften. Und mein Eindruck ist, dass wir bei der Frage, wenn wir Wohnen fördern, durchaus eigentlich in einem anderen Marktsegment sind, in etwas, was sehr existenziell ist, wenn es ums Wohnen geht für Menschen, um das unter den gleichen Leisten zu bürsten, wie wir das bei allgemeinen wirtschaftlichen Subventionen tun, da haben wir Bedenken. Insbesondere arbeitet die Europäische Union mit sehr klaren Quoten, was sie allenfalls sozusagen an Markterreichbarkeit zulässt. Die Frage, dass wir tief in die mittleren Einkommensgruppen hineingehen, treibt die EU-Wettbewerbskommissare um und da sind die nicht ganz glücklich mit. Wenn man das behandelt, nochmal wie Schifffahrtssubventionen oder Stahlsubventionen oder irgendwas anderes, ist mir das nachvollziehbar. Wir glauben, dass wir im Wohnbereich woanders sind und dass du eigentlich nach meiner tiefen Überzeugung im Beihilferecht für den Bereich Wohnen, wenn du Wohnraum unterstützt, andere Regeln brauchst, die stärker berücksichtigen, dass wir da tief quasi in den sozialen Grundbedürfnissen von Familien und Menschen sind. Insoweit würden wir den Auftrag sehr gerne aufgreifen, auch wenn wir ihn als Mecklenburg-Vorpommern nicht alleine lösen können. Aber wir sehen, dass europaweit durchaus verschiedene Städte und quasi Regionen, Bundesländer, wenn Sie nach Österreich gucken, die Wiener Stadtverwaltung, die zugleich Stadtstaat und Kommune ist, dass dort also breitere Diskussionen entstehen. Die Holländer, die Niederländer, Verzeihung, diskutieren das sehr intensiv, sind eigentlich sehr engagiert gewesen im sozialen Wohnungsbau, fühlen sich ein Stück zurückgedrängt aufgrund von EU-Beihilferecht und die Frage, ob das wirklich gleiches Beihilferecht sein sollte wie bei jedem anderen staatlichen, bei jedem anderen privatwirtschaftlichen Produkt. Da machen wir Fragezeichen. Sie haben die Frage angesprochen, ob Modellprojekte, die vier Modellprojekte, ob die ein extra Gesetz bedürften. Nach unserer Einschätzung nicht. Wir würden die weitgehend über die vorhandenen Förderrichtlinien glauben, abwickeln zu können. Aber natürlich brauchen wir eine Abbildung im Haushaltsplan. Von daher fiebern wir da dem Jahresende und der Haushaltsbefassung in diesem Hohen Hause entgegen, weil wir glauben, dass wir damit genau die Umsetzung erfahren, die es uns hinterher möglich macht. Insoweit haben Sie recht. Ich brauche das Haushaltsgesetz, aber Sie hatten ja offenbar speziellere Gesetze vor Augen. Herr Minister, gestatten Sie eine Zwischenfrage des Abgeordneten Obereiner, bitte schön. Das war jetzt wahrscheinlich ein Missverständnis, deshalb frage ich noch mal explizit nach. Diese Grundgesetzänderung, Artikel 104d, die erlaubt ja die Förderung des sozialen Wohnungsbaus, oder die erlaubt dem Bund, sich daran zu beteiligen, sagen wir es mal so. Aber da steht irgendwie drin, dass es keine gesetzliche Regelung gibt, wie hoch der Eigenbehalt der Länder und oder Kommunen ist. Das muss doch vorher erstmal irgendwie festgelegt werden. Darum ging es mir. Vielen Dank, da habe ich in der Tat missverstanden. Der Bund wollte gern eigentlich schon im Grundgesetz feste Quoten haben, wenn er den Ländern Geld für sozialen Wohnungsbau gibt, wie viel sie dazu tun müssen. Da haben die Länder sich gewehrt. Das macht er jetzt auf einem anderen Wege und zwar nicht per Gesetz, sondern er schließt mit den 16 Bundesländern, das kennen wir schon aus dem Bereich der Städtebauförderung, da ist das seit 30 Jahren so, schließt er jedes Jahr Verwaltungsvereinbarungen. In denen stehen drin, wie viel Geld und wie er das auf die einzelnen Bundesländer verteilt. Da ist quasi der Verteilungsschlüssel drin, lauter Abrechnungsmodalitäten, was man nachzuweisen hat, wie man das Geld einsetzt und auch die Frage, wie viel Kofinanzierung er verlangt, die will er in dieser Verwaltungsvereinbarung vorsehen. Zurzeit verhandelt er mit einer 50%-Quote. Er sagt also,
ein Euro Bundesgeld gibt es nur, wenn ihr ein Euro Landesgeld dazu tut. Könnte auch Schrägstrich kommunales Geld sein, aber er legt Wert bisher auf Landesgeld, weil er da die Nachweisführung für leichter hält. Insoweit geht auch der Bund nicht davon aus, dass er zurzeit ein Gesetz braucht, sondern will das über die Verwaltungsvereinbarung, quasi über freiwillige Vereinbarungen mit den 16 Bundesländern, aber eine einheitliche mit allen 16 Regeln. Danke. Herzlichen Dank. Ein dritter Punkt, über den haben wir gestern kurz gesprochen, da ist mir aber deutlich geworden, dass vielleicht auch nicht sofort erkennbar ist, was dahinter steht. Wir haben am Rande des Landtages gestern über Ziffer 3, Buchstabe A gesprochen. Die Frage, was meint ihr eigentlich mit Vereinheitlichung und mit OZG? Die Idee, die uns umtreibt, ist, und zwar bundesweit, dass man Baugenehmigungsverfahren ebenfalls weitgehend digitalisiert, zu gut Deutsch, ich von zu Hause, das ist jetzt ein bisschen eine falsche Formulierung, weil die meisten Baugenehmigungen von Architekten oder Planungsbüros beantragt werden, ich aus dem Planungsbüro nicht mehr ein dickes Papierpaket verschicke mit ganz vielen Unterlagen, sondern ich online auch am Computer den Bauantrag stellen kann oder eine andere Antragsfrage. Das Bundesland Mecklenburg-Vorpommern hat sich innerhalb der bundesweiten Verteilung, man hat sozusagen alle Verwaltungsdienstleistungen, die es gibt, bundesweit unter den 16 Bundesländern im Bund verteilt. Jeder nahm sich den Hut für einen besonderen Bereich auf. Mecklenburg-Vorpommern hat diesen Hut auch für den Bereich Bauen. Warum? Weil bei uns der seltene Zufall besteht, dass das Digitalisierungsministerium zugleich Bauministerium ist und wir von daher an der Abteilung in den Themen dichter dran sind. Dafür werden Sie aber gewisse Prozesse vereinfachen müssen. Sie können jetzt die bisherigen Bauantragsverfahren mit den Verwaltungsprozessen, die hinten dran hängen, einfach in Computersprache übersetzen. Das wird aber irre teuer und irre kompliziert. Deswegen glauben wir, dass es sinnvoll ist, zunächst einmal zu schauen, ob nicht ein Teil der Prozesse einfach 70 Jahre gewachsen ist und dann eine Menge Umwege dabei sind, die man eigentlich nicht braucht. Deshalb glauben wir, dass in diesem Prozess, und das betreiben wir zurzeit ganz aktiv, zusammen vor allem mit Bayern und Baden-Württemberg, mal zu gucken, wie muss eigentlich ein Bauantragsverfahren sinnvollerweise aussehen, auch innerhalb der kommunal, der kreislichen Verwaltung, wenn man die Umweltbehörde beteiligt, wenn man die Straßenverkehrsbehörde beteiligt, all das, was passiert, bevor sie eine Baugenehmigung erteilen. Und das mal auf einen vereinfachten Prozess, der trotzdem funktioniert und hinterher in Computersprache zu übersetzen, ist die Idee, die vor allen Dingen hinter der Ziffer A steckt und die wir bundesweit auch zugesagt haben, quasi wir entwickeln und 16 andere Bundesländer mit ihren Kreisen und Gemeinden können das denn, wenn sie wollen, übernehmen. So ist die Idee, die bundesweit dort besteht. Damit habe ich hoffentlich den Punkt, den ich gestern, wo Sie mich dankenswerterweise gefragt haben, ich gestern bilateral erläutert habe, auch nochmal dargestellt. Herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Ich freue mich auf die Debatte.